Aha. Guck mal hier. Wer ist das, hm? Lass mal sehen, ne? Jeden Tag und jeden Morgen ging der kleine Paul ins Bett. Seine Mama voller Sorgen sprach, der Junge spinnt komplett. Doch so oft sie ihn auch rief, Paul der Kleine träumte schon, weil er tief und selig schlief. Ja, so war ihr kleiner Sohn. Ja, so war er. Umgekehrt war's dann am Abend, Paul war munter und hellwach. Machte, als die anderen schliefen, Höllenlärm und Riesenkrach. Papa, Mama, Opa, Oma machten sich die größten Sorgen. Nur dem Paulchen ging es prima. Er spielte bis zum frühen Morgen. Nur eins gefiel dem Paul nicht. Der kriegte niemals Freunde zu Gesicht. Immer spielte er nur ganz allein. Musste das denn wirklich sein? Nein, nein! So vergingen Jahr und Tage. Opa wurde es dann zu bunt. Er beschloss, den Paul zu fragen. Warum geht's nachts bei dir erst rund? Warum schläfst du denn am Tag, wenn die helle Sonne scheint? Und warum, verzeih die Frage, spielst du nachts zur Schlafenszeit? Da ließ Paul das Spielzeug sinken, lächelte vergnügt und sprach, siehst du nicht die Sternlein blinken? Das bedeutet, es ist Tag und das Mondlicht heller Schein. Hört man ihn den Opa fragen, was kann denn noch heller sein? Kannst du mir das vielleicht sagen? Nur eins gefällt mir dabei nicht. Ich krieg niemals Freunde zu Gesicht. Immer spiel ich hier nur ganz allein. Das ist wirklich zu gemein. Das ist gemein! Opa fand, da stimmt was nicht. Hier liegt doch eine Verwechslung vor. Er sah Paulchen ins Gesicht, flüsterte ihm dann ins Ohr. Lass uns auf den Morgen warten, wo die Sonne wieder scheint. Paulchen konnte es kaum erwarten, was der Opa damit wohl meint. Und so saßen sie bis zum Morgen, Paul und der Opa ganz allein. Opa hatte große Sorgen, hoffentlich schläft der Paul nicht ein. Doch dann sah der die Morgensonne, ihren schönen hellen Schein. Und er sprach voll großer Wonne, so hell, das muss der Tag wohl sein. Ja, ja. Und von Stund an war Paulchen klar, spielen am Tag, schlafen in der Nacht. Was war er doch für ein Dummkopf gewesen. Und jetzt hatte er so ja Freunde zum Spielen, denn da kamen ja Phil und Pete und Patrick und Pierre. Wer kam da? Jetzt hast du dich verraten. Du warst das kleine Paulchen, ne? Ecke, wie kommst du denn darauf? Nun, das war nicht unbedingt schwer. Na gut, ich geb's ja zu.